Hey Leute, David von iDesignisch hier und heute machen wir uns so eine Kugel hier, so eine fluffige Kugel. Auch geben wir dem eine schöne Animation, das heißt, dass es schön rumflufft. Es geht hier allerdings weniger um die Kugel an sich selber, sondern eher um das Hair Object. Und zwar, weil es cool ist, ihr könnt die Haare an jeden beliebigen Objekt anfügen. Das heißt, dass ihr quasi alles mit Plüsch überziehen könnt. Ist ganz cool. So, als erstes machen wir uns ein Objekt, ist eigentlich egal was für eins, und in unserem Fall eine Kugel. Dann gehen wir mal auf Darstellungen und gehen auf Linien, also aktivieren uns die Linien. Als nächstes gehen wir auf Simulieren, gehen auf Hair Object, also Hair Objekte, gehen auf Haare erzeugen und voilà, hat er schon unsere Haare. Wenn wir die rendern, sieht es noch nichts aus. So. Deswegen ist als erstes das Wichtigste, das Licht zu erstellen. Das heißt, ihr könnt jetzt irgendein Lightroom nehmen, aber ich mache jetzt hier einfach ganz simpel mal drei Lichter. Gehe ich mal in Obenansicht und dann kopiere ich mir das, ziehe das also mit STRG, C und V. STRG, C und V. Machen wir hier. Ihr könnt es auch klonen, das ist für euch dann vielleicht ein bisschen einfacher. Aber mein Beispiel, ich habe die mir jetzt einfach mal kopiert. So, als nächstes werde ich mir alle mal selektieren, nach oben ein bisschen ziehen. Und wenn du das jetzt rendert, seht ihr, es wird ein bisschen heller. So, aber es sieht immer noch nichts aus. Das heißt, wir haben hier die Lichter selektiert. Heißt, wir gehen auf Schatten, gehen erstmal auf Weich. Wenn wir das jetzt mal rendern, seht ihr, es tut sich etwas. So, es wird langsam ein bisschen, schattiger, weil das die Schatten berechnet werden. So, als nächstes machen wir uns allerdings die Haare, weil das sieht ja trotzdem noch nichts aus. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen verändern. Und zwar gehen wir erstmal auf unser Haar. Machen wir uns erstmal bei dem Reiter Haare, machen wir uns erstmal mehr Anzahl, also größere Anzahlen. Machen wir aber mal 50, 1, 2, 3, 50.000. Je nachdem, wie viel euer PC schafft. So, jetzt sehen wir, es wird schon etwas. Allerdings noch nicht ganz, was wir haben wollen. Heißt, wir selektieren uns das Licht nochmal, weil, wie ihr gerade gesehen habt, der Ring ist halt, weiß, weil das Licht weiß ist und das finde ich nicht so gut, deswegen ändern wir das mal. Wir machen uns ein plüschiges Pink. Natürlich auch natürlich ein helles Pink, weil es ist ja immer noch ein Licht. Heißt, wenn wir es mal rendern, sehen wir, hier wird es ein bisschen pinkisch. So, das ist schon mal, was wir haben wollen. So, dann gehen wir hier auf unser Material. Ändern wir erstmal auf Pink. Weil das ist die Wurzel, das heißt, die Wurzel ist ein bisschen dunkler und die Strähnen sind ein bisschen heller, aber alles pink. So, wenn wir das jetzt rendern, können wir der Sache schon ein bisschen näher. So, jetzt könnt ihr die Sachen mal durchprobieren. Ich habe es gerade auch mal gemacht. Einiges ist ganz, ganz cool. Ich finde allerdings für Plüsch finde ich am besten, wenn ihr auf Kräuseln geht. Weil wenn wir das rendern würden, dauert es natürlich ein paar Sekunden, jetzt ein bisschen länger, weil er muss halt alles berechnen. Seht ihr, der hat schon mal ein schönes Plüsch erstellt. So, da wir schon mal dabei sind, ihr könnt auch hier nochmal die Parameter verändern, wie ihr haben wollt, aber ich finde es schon mal ganz cool so. So, da wir schon mal dabei sind, finde ich ganz cool, weil es mir nicht aufgefallen ist. Und zwar, kennt ihr sicherlich diese dicken Teppiche mit den dicken Haaren, die so ein bisschen glänzend sind, ein bisschen nach Seide aussehen. Und zwar, das könnt ihr auch ganz easy eigentlich machen, wenn ihr hier bei Dicke, wenn ihr die rausnimmt. Also bei Dicke, wenn ihr es rausnimmt, dann wird es hier ein bisschen dicker alles. Heißt, wenn wir das rendern würden, sehen wir, rendern wir nochmal, dann seht ihr mich, dass die Haare sehr dick sind und also mich erinnert es an so einen Teppich. Finde ich das mich ganz cool. So, und
Aber wir machen trotzdem zu für unsere Anschauungszwecke die aktivieren das wieder. Jetzt haben wir das Problem allerdings, wenn wir Play drücken, dass es per Gravitation nach unten fällt. Wenn wir das mal rendern würden, sehen wir halt, dass die Haare nach unten gefallen sind. Ich meine, ist jetzt nicht tragisch, sieht auch schick aus, aber ist nicht das, was wir haben wollen. Deswegen, wir gehen auf H, gehen auf Dynamics, gehen hier auf Eigenschaften und spielen ein bisschen mit den Parametern rum. Das heißt, das ist im Endeffekt, sagt es aus halt, wie sehr die Gravitation Anwirkung darauf haben soll. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise mal auf 25 gehen und bei der Ruhe halten auf 45 und wenn wir das Play drücken, dann sehen wir, das ist quasi Stillstand. Und das ist im Endeffekt, was wir haben wollen. Ich meine, wenn wir es jetzt halt rendern, dann sehen wir halt wie gerade auch, dann bleibt es allerdings so erhalten und bewegt sich halt ein bisschen, was ganz cool ist. Und das andere, was auch echt cool ist, auch praktisch ist, wenn wir das jetzt Play durchlaufen lassen und wir nehmen unsere Kugel und bewegen die hin und her, dann seht ihr, die Haare bewegen sich mit der Bewegung. Ist sehr praktisch, ist echt cool, weil wenn es jetzt keyframed oder dem irgendeine Animation gibt, ist eigentlich total egal welche, dann interagiert das Haar halt damit, was echt cool ist. Man könnte es auf den Boden fallen lassen oder miteinander kollidieren lassen, ist wie gesagt echt praktisch. Deswegen, ich zeige euch mal, wenn wir jetzt auf beispielsweise unsere Kugel gehen, rechte Maustaste, Send mal für Detects vibrieren gehen, dann aktivieren wir nicht die Position, sondern mal den Winkel. Das heißt, wenn wir hier mal irgendwas crazy-mäßiges 30 Grad, 20 Grad, 20 Grad, wenn wir Play drücken, dann bewegt sich das halt hin und her. Und jetzt können wir es natürlich ganz normal rendern und haben wir dann so eine Kugel, die auch die Haare entsprechend bewegen. Finde ich halt ziemlich cool und ziemlich praktisch. So, ansonsten soll es eigentlich gewesen sein. Mehr gibt es dazu ehrlich gesagt nicht mehr zu sagen. Ihr könnt, wie gesagt, mit den ganzen Parametern ein bisschen rumspielen. Das ist so Eigenkreativität, aber nur damit ihr schon mal wisst, wie es geht im Endeffekt. Auch mit den Haaren hier, wenn ihr mal durchgeht, finde ich eigentlich auch andere Sachen ganz cool. Wenn sie beispielsweise mal Büschel machen oder sowas, ist. Finde ich jetzt für so Plüsch, finde ich nicht so gut, aber für andere Sachen, warum nicht? Sieht auch, wie gesagt, cool aus. Und was halt wichtig ist, das Lightning zu machen, da könnt ihr euch natürlich auch austoben. Ansonsten würde ich sagen, es hat euch gefallen, ihr konntet was daraus lernen. Wenn es so war, würde ich mich ja über ein Abo freuen, weil mich haben irgendwie gefühlt 99% nicht abonniert. Ja. Deswegen wäre cool, aktiviert die Glocke, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Ihr könnt mir auch gerne in Kommentare schreiben, wenn ihr irgendein Video sehen wollt, nochmal ein Tutorial oder ein Speedart oder was auch immer. Ich bin da offen für alles. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.